Hallo und herzlich willkommen beim Landgut Altenhof. Und heute mit dabei ist der Topper und der Altbürgermeister Detlef. Ja, das arme da, was halt. Ja, und in der letzten Folge, oder ja, in der letzten Folge können wir eigentlich so sagen, haben wir ja gesagt, den Gewinner von unserem Rätsel. Ich möchte nochmal wiederholen, der Gewinner von letzten, also von unserem Rätsel, war der Markus Köhler. Bitte mir eine persönliche Nachricht schicken, damit wir in Verbindung treten können mit dir. Und dann, ja, erfasst du alles, was du brauchst für diese Karte, die Mods und bla bla bla, und hast nicht gesehen. Und ja, dann kannst du mal mit uns mitzocken. Also wir freuen uns schon riesig. Ich gratuliere dir auch nochmal, dass du gewonnen hast. Sorry für die Leute, die was da diesmal nicht mit, die was da diesmal nicht gewonnen haben. Wir werden da nicht das letzte Rätsel machen, da wird es noch ein paar geben und dann wird es wahrscheinlich ein anderer sein, der was da mitspielt, oder auch nicht. Aber ich glaube eher schon. Also es kann so viel Glück, glaube ich, kann man nicht zweimal haben, oder Papa? Kann man zweimal so viel Glück haben, dass er mit uns spielen darf? Aber jetzt, wo das Rätsel eigentlich gelöst ist, können wir auch die Antwort sagen, oder? Naja, die Antwort war aber einfach. Also ich muss ehrlich sagen, nach 4 Videos hätte ich wahrscheinlich das Rätsel gewusst. Stimmt. Aber das, was du erzählt hast, da waren recht interessante Antworten mit bei. Ja, da ist zum Beispiel rausgekommen Tennis, oder ist rausgekommen bei der Antwort Dr. X oder solche Sachen. Also wie die Leute auf das kommen, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, das Rätsel hat gelautet Traktor. Und ja, aber wie gesagt, Traktor. Ja, du kriegst einen kleinen Traktor, einen kleinen Tankleitaschen. Bitteschön. Juhu, und auf einen kleinen Deutz. Ah, siehst du, Detlef, ich kann meinen Deutz mit 90 Grad waschen und der geht ein. Ich hab gar nicht gewusst, dass wir 90 Grad heißes Wasser haben. Ja, ah, ja, doch. Der Eiche, der ist einer, der läuft, der macht auch heißes Wasser. Achso. Der ist ganz heiß drauf, ja. So, und Gas. Lepper tanken. Meine? Ja? Guckst du mal auf die Karte, ob ich das Richtige ansehe? Ich hoffe, du sitzt Weizen. Ja, das ist, sieht so aus wie Weizen. Das ist das ohne Haare. Die Haare hat es keiner. Ja, dann ist das Richtige. Da wär's kein Weizen, da wär's irgendwas mit M. Mit M? Ja. Hä? Merste oder wie? Merste? Nee, also muschmäßig. Ach, nee. Muschel? Nee. Ja, Muschel-Ochs oder so. Muschel? Ich glaube, Detlef meint da was anderes. Ja, vielleicht wissen die Zuschauer, was der Detlef meint. Vielleicht können sie es einmal unter die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, was der Detlef mit dem meint, aber. Mit M. Ja, das ist das nächste Rätsel, oder? Nee, das ist nicht das nächste Rätsel. Fängt mit, nee, M. Nee. Fängt mit M an und hört mit I auf, oder wie? Ja, manchmal arme Kinder. Ja. So, einmal noch drauf führen, dann haben wir schon das erste Feld fertig. Das geht ja ratzfatz. Also muss ich ehrlich sagen, ja, ich spiele in Livestream, spielen wir die Banticom-App, ne? Mhm. Wenn du jetzt auf der Karten da bist, das sind urklar die Felder, gell? Ja, das ist, also das ist gefällt mir nicht. Ja. Achso, was ich ja noch meine Zuschauer, oder was wir unseren Zuschauern noch sagen wollen, es wird auch wieder einen Map-Wechsel geben. Nicht, weil diese Karte scheiße ist, nein, auf keinen Fall, also mir gefällt die Karten nach wie vor sehr gut. Wir haben nur leider das Problem, und das habt ihr bei der vorigen Woche bei der Aufnahme gemerkt, dass ich da rausfliege. Wir haben da leider, ich weiß nicht, die Karte, so wie es ausschaut, hat da irgendein Problem. Manche fliegen alle gemeinsam raus, manche fliegt nur einer raus. Und da haben wir gesagt, nee, das tun wir sich nicht wirklich mehr an. Wir werden einen Kartenwechsel vornehmen. Es kommt nämlich eine ganz tolle Karte raus. Die heißt, keine Ahnung jetzt wie. Mein Busch. Genau, das war die. So, 36 ist fertig. Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt da noch 33. Okay, rüber zu 33.
Die Mining-Burg-Karte, die werden wir dann auf dem Dekated-Server da drauf haben und werden dann da weiterspielen. Das heißt, wir werden einen kompletten Spielstand mitnehmen. So wie wir es schon einmal gemacht haben mit dem Geld und Traktoren und bla 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 und hast nicht gesehen. Aber wieso steht der Detlef eigentlich? Wieso tut er nichts? Und werden dann dort mit unseren Maschinen da Action machen. Und ja, hoffentlich funktioniert die dann besser, so dass wir nicht rausfliegen. Und was ja auf der Karte total super ist, wir müssen dann auf den Kuhbestand aufpassen, was wir haben. Weil wenn wir da nicht sorgen dafür, dann werden die Kühe sterben. Und das ist dann eher nicht so, ja, so gut. Das wäre dann eher... Ja, dann habe ich halt zu tun mit meinen Mu-Kühe. Ja, da wird es wahrscheinlich dann so laufen, dass einer wirklich immer nur für die Kühe da sein muss. Ja. Weil sonst da haben wir da echt ein Problem. So, diesmal mache ich ein Vorgewende, aber da sind wir zu viele Bäume. Ich drehe hier so meine Runden. Mhm. Willst du uns erzählen, was du da jetzt gerade machst, was du Runden drehst? Ich mähe immer noch. Du mähst. Ja, mäh. Mäst. Super. So, gut. Scheiße, ist das gerade. Habe ich schon gesagt, dass das Feld groß ist? Nee, das ist klein, das Feld. Naja, für meinen kleinen Traktor ist das Feld scheißen groß. Komm, du fährst mit dem Traktor auch auf der Banticom-Map und siehst mit der 3-Meter-Maschine an, also glaube ich, kannst du dich hier nicht beschweren. Ja, da hast du allerdings recht. Ja. Da hast du allerdings recht. Aber es gibt ja auch so Verrückte, die was sie da von T6. Nicht? Da so den 2 Meter Hexlad vorn dran hängen. Ja. Und der Meinung sind, sie müssen dann auf der Pentagon Map Feld 8 und Feld 17 damit häckseln. Ja, die sind sowieso beklappt. Ja, die haben das Rad komplett ab. Also die haben den Schuss sicher nicht gehört. Bei denen wird es schwierig werden. Ja, das ist halt. Sowas soll es auch geben, habe ich gehört. Das hat mir so ein Vögelchen gezwitschert, weißt du? Der Vögelchen hat auch eine Meise sicher. Ja, der. So, jetzt haben wir es aber. Ja, ja. So, unser Altbürgermeister, der ist so leise. Was tut denn der? Ja, der hat dich gemutet. Warum auch immer. Der ist sicher auf dem Klo. Der will nicht. Oder der hat ihn dann. Oder der hat den Schlüssel zum Weinkeller gefunden. Oh oh. Das wäre jetzt natürlich eher suboptimal. Das wäre jetzt eine Katastrophe. Dabei haben wir doch den habe ich so gut versteckt, aber. Oder die Susi saugt bei ihm. Die hängt bestimmt nackt im Kronleuchter. Kann natürlich auch sein. Ach ja, so, was sagt er denn? So, dann haben wir den einmal auch gemacht, sehr schön. Ja, was haben wir denn? 111.000 Liter Gülle, 60.000 Liter Mist. Das ist schön, dass wir das alles haben. Ja. So. Und Gas. Und Gas. So, na gut, dann haben wir eigentlich nur mehr, ja, also Detlef nur das Feld ist 35 und Mainzen und dann haben wir eigentlich alles. Dünn müsste dann noch. Ja, dünnen, ja, ist klar, ja. Aber Ansehen ist fertig. Mhm. Ja, das geht ja ratzfatz. Das geht doch ratzfatz, das sind wir anderes gewohnt. Genau. Beispiel... Jede stundenlang häckseln. Ja, zum Bleistift. Also ich hätte hier noch einen 2 Meter Häcksler stehen, Manni, also wenn du möchtest. Nee. Also häckseln muss ich jetzt sagen, brauche ich aber nicht. Also, nee, danke. Ist nicht so mein Ding mehr. Nee? Nee, nee, ist egal ob jetzt mit dem Big X oder mit den kleinen Dings, nix für mich.
Ja, da ist er ja schon wieder, der Detlef. Wieso, da war gar nicht weg. Der hat Susi aus dem Kronleuchter gerettet. Oh. Ja, er war schon weg. Ich muss ab und zu mal, mal kurz verschwinden. Aha. Da ist noch was in der Küche, was ich noch machen muss. Ah, verstehe, in der Küche, ja. Das sind dann immer die Ausreden. Würde ich jetzt auch gerade sagen. Man sagt immer in der Küche und dabei ist die... Ach so, jetzt verstehe ich, was er mit der Küche meint, tut, dass die Susi tut. Das hängt die Susi verkehrt in der Backröhre oder wie? Ja, Susi mit Strapse und Minirock. Ja, Susi musste sich... Susi musste sich vor der Backröhre bücken. Und dann ist er auch im Kopf drin, wenn ich richtig zu bist schon, wenn ich da so richtig dolle. Kann die Susi wenigstens nicht sagen, dass sie kalt ist? Nee. Ja, zumindest am Kopf nicht. Ja. Ja, woanders dürfte ja dann auch nicht kalt sein, es sei denn... Oh. Irgendwas magst du falsch dann, ja? Mhm. So. Aber, nachdem die Susi ja nicht mitspielt... Muss es jemand anders sein. Muss das irgendwer anderes sein, ja? Hm. Aber jetzt habe ich an unseren Altbürgermeister sowieso eine Frage. Und zwar meine Frage an dich lautet, wie gefällt dir der Bausimulator? Nein. So gut? Entschuldigung, ich hatte gerade einen Hustenanfall. Ah ja. Sagen wir doch mal so. Wie gefällt denn der Bausimulator den Leuten, die uns hier gerade zuschauen? Das wäre auch einmal interessant. Ja, Freunde, schreibt einmal in die Kommentare, wie euch der Bausimulator gefällt. Das wäre interessant. Mhm. Und wenn wir dann die Kommentare gelesen haben, gebe ich mir meine Antwort. Okay, gut, das ist eine gute Idee. So machen wir das. Das heißt, zuerst geben wir die Zuschauer die Kommentare ab und dann der Altbürgermeister. Ja, weil ich ja eigentlich mit dem Bausimulator nichts zu tun habe. Ich bin der Altbürgermeister hier von Ackerbau und Feld und Kram und Tierzucht. Aha, okay. Okay, dann stelle ich die Frage anders. Wie gefällt den Top oder Bausimulator? Wäre eine schlechte Sache, dass du mir die Frage stellst. Müsst du das auch jetzt erst warten, bis die Zuschauer die Antwort gegeben haben? Nö. Also ich sag so. Im Singleplayer, ja, okay. Aber Multiplayer, also da haben sie, sorry, wenn ich das so richtig ausdrücke, richtig scheiße gebaut. Also das Spiel ist eigentlich im Multiplayer halt gar nicht spielbar. Wir haben zwar jetzt ein Update rausgebracht, aber das hat in meinen Augen nur gebracht, dass am Pritschenwagen der Haken an der richtigen Stelle hängt. Das ist das Einzige. Du kannst noch immer nicht vernünftig Löcher buddeln, da brauchst du 3 Stunden für. Was... Du hast keinen Anhaltspunkt, wie tief du musst, du hast nichts. Du weißt, wie groß die Fläche ist, aber du weißt nicht, wie tief du buddeln musst. Du kannst dich bis nach China durchbuddeln. 3 Stunden lang passiert nichts. Und das ist so eine Sache. Ne. Nö. Ich finde, die Idee ist nicht schlecht. Aber der Rest ist scheiße. Okay. Also die Idee okay, die Ausführung mangelhaft. Ja, für 2 Jahre Entwicklungszeit ist das schon sehr... Ja. Das ist echt traurig, dass die 2 Jahre lang gebraucht haben, um so eine Scheiße zusammen zu rühren. Ist schon sehr merkwürdig, ja. Das muss man echt sagen.
Nein, wobei ich sagen muss, also so jetzt von den Gerätschaften her und so weiter, also was du, wie du das alles bedienen kannst und so, ja. Also das finde ich schon super. Wunderbar, haben sie super, das ist auch wirklich super. Sie haben es echt gut gemacht, also das muss man schon sagen. Aber es gibt Sachen, die haben sie einfach nicht super gelöst. Nur so wie du angesprochen hast, multiplayer-technisch, das ist echt eine Katastrophe teilweise. Ja, und Katastrophe ist noch untertrieben. Aber wirklich untertrieben, ja. Also der Untergang der Titanic, das war eine Katastrophe. Ja, bestimmt. Und das. Aber das Spiel, das toppt alles. Also. Dabei muss ich ja sagen, beim Untergang der Titanic, ja, das ist ja auch nicht für sich auch so, weil weißt du eigentlich, dass Gesundheit nicht einmal so wichtig ist? Was? Gesundheit ist nicht einmal so wichtig im Leben. Nein, das ist nicht wichtig, weil schau mal, auf der Titanic waren alle gesund. Nur Glück haben sie ganz gehabt. Genau. Man muss nur Glück haben. Ja, das Glück ist eigentlich das Wichtigste, was du im Leben haben kannst. Ja. Na gut, Freunde, das waren wieder unsere letzten Worte zum Samstag, weil wir nehmen ja Samstag auf. Wir sagen wieder mal ciao, ciao. Tschüss.